Hallo, sehr geehrte Damen und Herren. Ich begrüße Sie wieder zu einer neuen, einzigartigen Episode von Fiedlers, Fiedlers, Fiedlers Atelier. Fiedlers, Fiedlers, Fiedlers Atelier. Hey, hey, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fiedlers Atelier. Und wie ihr seht, habe ich weitergearbeitet. Dieses Bild ist jetzt fast fertig. Und ich finde, es ist wirklich, 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 wirklich gut. Es steht jetzt auf dem Kopf. Und das liegt daran, dass ich hier solche kleinen Rinnsale an weißer Farbe runterlaufen lasse. Das sollte jetzt aber getrocknet sein. So, dass ich das jetzt zum ersten Mal rumdrehen kann, das Bild. Und erstmalig, jawohl, schön. Ja, ich habe einen sehr dunklen Himmel gemacht. Und ich habe hier mir nochmal sehr viel Mühe gegeben bei diesen ganzen Teilen hier. Man könnte vielleicht hier und da noch ein paar Sachen verbessern. Aber alles in allem würde ich sagen, es ist fertig. Es ist quasi viel, viel passiert da nicht mehr. Ihr seht hier übrigens, dass ich, ja, wie das so ist, was ich so für Farben benutze. Und ja, das ist der aktuelle Stand meines neuesten abstrakten Bildes. Das ist jetzt das Bild Nummer 4. Ich kann euch ja nochmal zeigen, wie die anderen aussehen. Einfach mal um die Entwicklung so zu zeigen. Das ist das erste Bild dieser Art. Hier drüben seht ihr das zweite Bild. Und hier hängt jetzt das dritte Bild. Und da direkt im Anschluss, das ist ein älteres. Und ja. Ich denke mal, ich mache damit noch ein bisschen weiter. Ja, was könnte ich jetzt euch noch zeigen? Oh, vielleicht dieses Bild hier. Das zeige ich euch mal. Dieses Bild hat eine eigenartige Geschichte. Es ist nämlich so. Das ist eins der Bilder, was ich schon bemalt auf einem Sperrmüll gefunden habe. Irgendjemand hat dort versucht, ein abstraktes Bild zu malen, hat dann aber keine Lust mehr gehabt. Und ich habe gedacht, da kann man noch was rausholen. Und ich wollte mehr Bewegung in das Bild reinbringen, einfach mehr Spannung, dass mehr passiert. Und habe eigentlich nur alles vollgemacht mit kleinen Pünktchen. Und ich habe ich habe versucht, alles so voll wie möglich zu machen. Viele Punkte, viel Bewegung. Und dann ganz zum Schluss, als ich eigentlich schon das Gefühl hatte, das Bild ist fertig, habe ich in die Mitte noch so ein kleines Vögelchen reingesetzt, mit Gold, mit Blattgold verziert. Und jetzt muss ich sagen, das Bild ist ein bisschen wie Jazz. Es ist chaotisch, es ist. Es ist wie ein wildes Schlagzeug, was ganz viel.
viel Bewegung, viel Energie. Und ja, kennt ihr das eigentlich, wenn ihr Musik hört, dass ihr dann irgendwas seht? Also beim Schlagzeug sehe ich immer ganz viele Punkte, die aufploppen. Außerdem würde ich sagen, jeder Ton hat auch so seine eigene Farbe. Und wenn ihr mal irgendwann euch ein bisschen inspirieren lassen wollt, wenn ihr gerade mal keine Idee habt, was ihr malen sollt, dann hört einfach mal Musik. Denn eigentlich, wenn man sich darauf konzentriert, wie Musik wirklich klingt, dann, ja, dann kriegt man vielleicht einen Zugang. Es gibt nämlich eine ganz starke Verbindung zwischen abstrakter Malerei und Musik. Ich würde sagen, abstrakte Malerei könnte die Visualisierung der Musik sein. Und es gibt auch ein Spezialwort dafür, das heißt Synästhesie. Und darüber reden wir in der nächsten Folge von Fiedlers Atelier. Bis zum nächsten Mal.